Hi und willkommen zu meinem Video. Ja, also, komische Situation, aber es ist wie es ist. Ich kann jetzt ungefähr seit heute Nacht um 4 Uhr reden und wir haben jetzt 14 Uhr, also 10 Stunden ungefähr. Und ich habe Lust auf Kekse. Ich habe furchtbare Lust auf Kekse. Und wenn ich nicht weiß, wann meine Stimme, meine Motorik das nächste Mal ausfallen, backe ich jetzt Kekse. Und ja. Ich habe noch gar nichts vorbereitet. Also ihr seht mich auch dabei, wie ich das Zeug hole. Ist nicht super, aber ja. Und ja, auf jeden Fall habe ich keine Videos mehr in der Vorproduktion gehabt. Deswegen müssen wir jetzt sozusagen zusammen Kekse backen. Aber wisst ihr was? Ihr könnt ein bisschen. Also, ihr begleitet mich jetzt bei der Produktion des Teiges. Ja, ich habe dieses Rezept hier. Tut mir leid, hier hinten ist die Sonne. Entschuldigt, Wortfindungsstörungen immer noch. Ja, ich versuche euch, während ich hier arbeite, auch ein bisschen zu erzählen, wie gerade der Stand der Dinge ist, was so los ist und so Zeug. Und ja, also. Gut, jetzt ich brauche für mein Rezept Mehl, Butter, Ei, Zucker, Vanilleschote und Salz. Da ich auf die Idee gekommen bin, Kekse zu backen, weil ich jetzt dieses neue, die Vanillepaste hier habe, die habe ich mir bestellt. Und jetzt ist sie dann auch vor ein paar Tagen angekommen. Und dann dachte ich mir so, dann möchte ich jetzt Kekse backen, um die mal zu testen. Wie die so schmeckt, wie die so ist. Man weiß es. Gut. Ich fange jetzt mal an, weil ich Dinkelmehl habe. Hier steht 250 Gramm Mehl, aber ich habe Dinkelmehl. Und etwas, was viele nicht wissen, Dinkelmehl braucht, um genau denselben Halt zu haben wie Weizenmehl, ungefähr 50 Gramm mehr. Klingt zwar blöd, ist aber so. Ah, Mann, andersrum. Dann sehe ich wenigstens, glaub was. Oh, ich mach mal Licht an. Die Sonne nervt mich ja ultra. Entschuldigt. Jetzt haben wir ein Licht. Na also, jetzt sieht man auch nicht mehr so, dass es. Jetzt ist das Licht etwas zu meinen Gunsten. Ja. So. Ich habe jetzt 200. Jetzt fehlen noch 100 Gramm. Ja, also ich habe euch ja vor kurzem erzählt, dass ich zurzeit so furchtbar Stress habe mit dem, dass meine Motorik und meine Sprache ständig ausfallen. Und ja, da hat sich jetzt bis jetzt noch nicht so viel getan. Leider ist es immer noch so. Der einzige Unterschied ist, dass ich inzwischen gelernt habe für mich so, dass ich, wenn ich danach dann die Sprache da ist und die Motorik, dass ich dann die Sachen mache, die wichtig sind, wie zum Beispiel also jetzt dieses Video drehen und eben auch die Kicks. Und ja, gut, weil das sind so zwei Sachen, die mir sehr wichtig waren, weil ich möchte einfach für euch immer was haben, damit ihr sozusagen immer, ja, immer auf dem Laufenden seid. Aber auf der anderen Seite möchte ich eben auch. Es ist, das Schwierige ist, meine Hände sind noch ein bisschen angeschlagen. Und ich spüre sozusagen, wie die Motorik noch nicht ganz 100% funktioniert. Gut, hier steht jetzt, dass ich 75 Gramm Zucker brauche. Aber da ich ehrlich gesagt etwas faul bin, nehme ich 100 Gramm Zucker. Ist zwar viel, ist zwar ungefähr 25 Gramm mehr, aber hier, da muss ich einen Schnorchel abmessen. Der Messbecher hat keinen 75 und der hat bloß, oh, vielleicht wäre das 75 gewesen. Zwischen, das sind 5, doch, das könnte genau passen. Also, so rein von der Messbecherlogik müsste das jetzt, doch, ich habe die 75. Cool.
Weil meistens, wenn man die Messbecher anguckt, sind da ja die Striche, wo auf der einen Seite zum Beispiel seht bei mir Mehl und auf der anderen Seite der Zucker steht. Und wenn man dann gelegentlich ist es dann so, dass das Messbecher dann Zwischenschritte hat und diese kleinen Striche sind dann meistens die Hälfte, also 25. Wenn der erste Strich 50 ist, wird das dann 25 und dann 50 plus 25 sind gleich 75. Es tut mir leid, das ist so. Ich weiß nicht gerade, ob das so stimmt. So, dann stand hier drin eine Vanilleschote. Ich nehme jetzt hier einen guten Löffel von diesem überraschend klebrigen Zeug. Diesen zwei. Und zwei. Naja, ergiebig ist das ja nicht. Na gut. Auch was gelernt. Jo. Habe ich das nichts bekommen? Ich bin Schwab. So. Naja, es ist so wenig wie möglich. Gut, dann haben wir das. Den Zucker brauche ich noch, weil ich nachher noch Zucker für meinen Tee vorbereiten muss. Gut, dann brauche ich jetzt ein kleines Schälchen fürs Ei. Weil ich schlage immer mein Ei erst auf, weil ich habe einmal in meinem Leben hatte ich dieses Erlebnis, dass ich ein Ei aufgeschlagen habe und dann war da leider noch ein Hühnchenfötus drin. Und dann musste ich die ganze Geschichte, ich hatte da schon fast alles fertig vorbereitet, wegwerfen und hatte dann das Problem, dass ich dann neu anfangen musste. Und dann hat es gerade so gereicht. Seitdem habe ich diese Zwangsneurose, dass ich die Eier immer erst aufschlage, damit ich alles, was irgendwie so bäh sein könnte, raussortieren kann. Aber das ist ein wunderschönes Top-Ei. So, mein Ei. So. Und jetzt müsste ich 125 Gramm Butter abmessen. Gut. Ja. Ihr seht gerade sozusagen, wie es bei mir aussieht, wenn ich backe ohne Vorbereitung. So. Diese tolle Waage, die habe ich von meiner Oma bekommen. Ich weiß gar nicht, wo sie die her hat. Die hat sie sich mal für teuer Geld gekauft und dann hat sie gemerkt, du, dass sie gar nicht so viel weg. Dann hat sie mir überlassen. Weil ich zu jener Zeit das Problem hatte, dass meine Küchenwaage leider Gottes kaputt gegangen ist. Die hatte. Lustigerweise, nachdem ich dann die neue hatte. Och nö. Ist jetzt nicht wahr. Oh, ich vermute. Ach, jetzt. Wenigstens weiß ich, dass sie noch funktioniert. Na gut. Oh Gottchen. Ich bin in ein paar Sekunden wieder da. Ich könnte ein. Wartet, entschuldigt. Entschuldigt, ich kann auf Pause drücken, fällt mir gerade wieder ein. Da bin ich wieder. Ja, jetzt fällt mir gerade auf, dass ich eigentlich auch das hätte machen können ohne. So, jetzt habe ich wieder neue Batterien und meine Küchenwaage geht wieder. So. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ich brauche 525 Gramm Butter. So. Es sind fünf. Na, ich befürchte, dass es am Ende alles sein wird, einfach, dass ich mir sparen könnte, es abzumessen. Ich hätte es mir sparen können. Es war tatsächlich am Ende des Tages meine ganze Butterdose einfach nur. Na
gut, dann habe ich die aber wenigstens endlich mal leer gemacht. Dann ist das auch erledigt. Dann kann ich die auch mal wieder putzen. Weil die habe ich das letzte Mal geputzt vor Weihnachten. Weil jetzt nachging bei mir ja nichts lange Zeit. Und ja, da war jetzt nicht Butterdose putzen das allererste, was mir wichtig war. Und die sieht dementsprechend ehrlich gesagt fettig aus. Jo. Ich zerkleinere gerade meine Butter, damit ich hier mir danach leichter tue, weil ich bin jemand. Also viele sagen, nehmen weiche Butter, damit es funktioniert. Aber da ich nicht mit dem Rührgerät arbeite, weil ich finde das einfach unsinnig, weil mit dem Hand kein Spiel, habe ich zumindest für mich viel besseres Gefühl, wenn der Mürbeteig gut ist. Und dadurch wird die Butter dann auch warm und dann wird sie auch weich. Dann spart man viel dreckiges Geschirr. Irgendwann nachher wird es übrigens gleich nochmal piepsen, weil mein Wecker ja dann sich auch wieder ausmacht. Meine Waage. Nicht der Wecker. Die Waage ist es. So. Da haben wir jetzt alles im Teig drin. Dann wird es jetzt Zeit einfach mit den Händen rein. Ich trage Handschuhe. Sonst wäre das voll die eklige Nummer, muss ich zugeben. Selbst mit Handschuhen, das ist eine Grenzerfahrung. Ja, aber auf jeden Fall, inzwischen, früher habe ich furchtbare Mürbeteige gemacht, das gebe ich zu. Die waren wirklich nicht schön. Also, die waren so nicht bröckelig und viel zu viel Butter und sind dann immer weggeflossen. Aber inzwischen habe ich da ein richtig gutes Gefühl entwickelt und weiß deswegen auch, dass ich hier zu wenig Mehl habe. Also, das ist viel zu wenig Mehl. Ja, meine Butter hat noch nicht mal angefangen, sich aufzulösen und ist jetzt schon hat schon jetzt die Überhand im Teig. Aber ich versuche es, oh Gott, nochmal. So. Ich versuche mal noch ein bisschen und gucke, ob es sich vielleicht noch ändert. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass dieser Teig sich. Ja, könnte knapp werden. Aber es gibt für mich irgendwie nichts Schlimmeres als diese Subway-Cookie-Konsistenz. Weil ich die sowas von nicht für mich mag. Und ich befürchte, dass ich hier gerade dabei bin, so eine Konsistenz zu bilden. Ja, es ist noch viel zu viel Butter, viel zu wenig Mehl. Beim Mürbeteig ist also das Wichtigste beim Mürbeteig ist, finde ich zumindest, woran man es dann auch merkt, wenn es anfängt zu bröseln. Also, ja, hier. Also, wenn hier so kleine Bröselchen entstehen, dann weiß man, dass es gut wird, aber wenn die Bröselchen noch sehr butterlastig sind und man sieht und man es mehr oder weniger mit nur einem Handgriff zu einem Teig, zu einem gebundenen machen kann, dann weiß ich, dass es zu wenig Mehl ist. Also so für mich. Es ist einfach so ein, ja, man muss es ein paar Mal machen und dann irgendwann entwickelt man auch ein Gefühl dafür. Und ich habe ewig gebraucht, bis ich da das Gefühl hatte, wie ist es, was braucht es noch? Und ja, wenn ich jetzt nicht gerade so ganz niegelnagelneue Rezepte probiere, wo ich nicht weiß, wie konsistent sein muss, dann ja, dann weiß man ja ungefähr, wie es sich anfühlen muss. So. Jetzt ist auch die Butter langsam weich. Aber wer halt nicht möchte, dass seine Kekse zu sehr verlaufen und dem aber im Ausgleich dafür auch ein bisschen egal ist, wenn sie dafür härter sind, weil Mehl macht härter. Wer kann mehr Mehl reintun? Jesus, das wird das rausgeflogen. Ja. Also so mache ich es zumindest. Vom Prinzip gefällt mir der Teig, aber vom Gefühl gar nicht. Weil ich befürchte, dass ich sonst nur verlaufende Kekse kriege. Und das
Finde ich eine grauenhafte Sache. Und wie gesagt, heute geht es nicht darum, dass ich euch, also dass wir Kekse backen, sondern ich wollte euch einfach, ja, schon mal mein erstes Video hier fort, also mein erstes Video drehen. Und ja, hier geht es jetzt eigentlich mehr darum, dass ich parallel halt meinen Teig machen kann. Ist ja klar, auch, dass ich furchtbar unhöflich bin. Ich gucke euch die ganze Zeit nicht an. Ich kann auch nicht, weil ich hier gerade, wie gesagt, volle Kanne im Teig bin. Tja. Es ist so an sich eine gar nicht schlechte Sache. Also so. Also ich muss schon sagen. Gut, ich wechsle einfach mal die Hand. Ein bisschen mehr Butter als im Rezept, also so 1-2 Gramm. Und klingt zwar jetzt unglaublich, aber das kann den Unterschied zwischen meine Kekse werden wunderschön und sind dann zum Ausstechen geeignet, oder meine Kekse laufen mir mehr oder weniger, oder mein Boden. Mürbeteig ist ja nicht nur Keksteig, fällt mir gerade ein. Den kann man ja auch noch für Kuchen und so nehmen als Boden. Und es kann manchmal sein, dass da nur so ein bisschen der Unterschied macht. Und ich habe ja diese sehr flüssige Vanillepaste reingemacht. Und die, es kann sein, dass diese bisschen Vanillepaste jetzt gerade hier meinem Teig mehr oder weniger zerbröseln lässt, was jetzt nicht schön wäre. Also nicht in dem Sinne, wie ich es möchte. Also nicht mürbe zerbröseln, sondern im Sinne von butterig zerbröseln. Ich glaube, jetzt wird's. Ja, doch. So langsam wird der Teig. Ach, es gibt auch noch einen Trick. Nicht schlecht. Jetzt kommt's. Ja. Ich glaube, mein Teig ist fertig. So. Ich hoffe, er ist fertig. Also ich bin fertig. Also ehrlich gesagt, bei mir geht da jetzt gerade gar nichts mehr. Jetzt muss der Teig einfach. Der Teig ist jetzt gezwungenermaßen fertig, sagen wir so. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall werde ich den nachher dann einfach noch in kleine Formen formen. Also bei mir sind es meistens so, dass ich einfach Kügelchen mache, flach drücke. Fertig wäre das Stecherchen, da bin ich ein bisschen zu alt. Dann muss man auf 180 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 12 Minuten oder je nachdem, wie braun man es haben will. Ich mag es eher sehr braun. Ja. Gut. Jetzt stelle ich es für eine ganze Weile noch kalt und dann war es das. Ja, das war's von diesem Video. Ich habe euch jetzt einfach mal mitgenommen, wie ich Teig mache. So, habe euch so ein bisschen versucht, meine Tipps mitzugeben, obwohl ich glaube, dass ich ehrlich gesagt nicht sehr viel gute Tipps dabei waren. Aber naja, gut. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis beim nächsten Video wieder. Entschuldigt. Bis dann. Ciao.